Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein ganz tolles Backrezept für euch. Wir backen die super fluffigen Zuckerbrezeln aus meinem Backbuch nach. Meine beiden neuen Buchprojekte, das Wichtel-Weihnachtsbackbuch und mein Wichtel-Adventskalender, sind seit Ende August auf dem Markt und ich bin einfach unglaublich glücklich und dankbar, dass der EMF-Verlag diesen aufregenden Weg mit mir gegangen ist. Die Bücher können überall erworben werden, wo es Bücher gibt, also im Buchhandel und online, und sie sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Übrigens könnt ihr heute auf meinen Kanälen je zwei Bücher gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, um im Lostopf zu landen, verrate ich euch später. Jetzt backen wir erstmal die leckeren, fluffigen Zuckerbrezel. Ihr braucht einen Würfel Hefe, 3 Esslöffel warmes Wasser, 100 Gramm Zucker, 500 Gramm Mehl, Typ 550, 2 Päckchen Vanillezucker, einen halben Teelöffel Salz, 90 Gramm Naturjoghurt und 200 Milliliter Milch. Außerdem braucht ihr später noch ca. 100 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Vanillezucker, wenn ihr Vanillinzucker verwendet, reicht ein Teelöffel und 160 Gramm zerlassene Butter. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es auch im Wichtel-Backbuch auf Seite 94. Als erstes wird die Hefe zusammen mit etwas Zucker in dem lauwarmen Wasser aufgelöst. Dann sollte sie 10 Minuten in Ruhe gelassen werden, damit sie schon mal anfangen kann zu arbeiten. Ich forme dazu gern eine Mulde im Mehl, gieße sie da rein und gebe etwas Mehl darüber. Nach den 10 Minuten hat die Hefe schon fleißig angefangen zu arbeiten und es kommen alle anderen Zutaten dazu. So wird das Ganze dann mindestens 5 Minuten zu einem geschmeidigen Hefeteig geknetet. Mit Frischhaltefolie abgedeckt, sollte der Hefeteig dann 90 Minuten gehen. Nach der ersten Gehzeit wird der Backofen auf 50 Grad vorgeheizt und zwei Backbleche mit Backpapier oder Dauerbackfolie belegt. Der Teig wird geachtelt, zu Kugeln geformt und sollte so ca. 10 Minuten ruhen. Dann werden die Kugeln zu ca. 50 cm langen Strängen gerollt und zu Brezeln geformt. Die Mitte des Strangs bildet dabei den Bauch der Brezel und sollte etwas dicker sein als die beiden Enden. Die beiden Enden werden nach oben zusammengeführt, zweimal miteinander verdreht und dann nach unten über den Bauch der Brezel geklappt und darunter fixiert. Dann werden die Brezel dünn mit Wasser bepinselt und in den ausgeschalteten, etwa 50 Grad warmen Ofen geschoben und sollten dort nochmal 30 bis 40 Minuten gehen. Anschließend werden die Bleche herausgenommen und der Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Im heißen Ofen werden die Brezel dann 15 Minuten goldgelb gebacken. Nach der Backzeit sollten sie erst 10 Minuten abkühlen und dann im warmen Zustand mit der Butter bepinselt und mit der Mischung aus Zucker und Vanillezucker bestreut werden. Diese kleinen Leckerbissen schmecken frisch am allerbesten. Und wie versprochen kommt jetzt die Frage zum Gewinnspiel. Auf welcher Seite befindet sich das Lebkuchenhaus im Wichtel-Backbuch und welche Zahlen sind auf dem Cover vom Wichtel-Adventskalender zu sehen? Die Bücher habe ich euch beide in der Infobox verlinkt, dort findet ihr die Antworten. Wenn ihr sie gefunden habt, schreibt sie mir entweder hier direkt in die Kommentare oder die passenden Posts auf Insta, Facebook oder meinem Blog. Ich drücke euch jetzt ganz fest die Daumen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.